Chipkarren, los, verprügelt. Nein, lasst mich einfach mal vor. Boah, Mann. Er kann einfach nicht laufen. Er kann nicht rennen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es ist so. Der ist auch viel zu viel verlangt, um ein bisschen mal zu sporten. So, und jetzt rennen wir ein bisschen. Ich brauchte Licht, um daran vorbeizukommen. Ja, Licht. Das gibt's hier aber nicht. Kein bisschen Licht, gar nichts. Achso, warte mal. Skriptseite und vielleicht sehr schön. Ich hoffe, es gäbe irgendwo einen Generator, der die Autobahn mit Strom versorgen kann. Haben wir es geschafft? Tipp. Sonnendusche. Sehr schön. Gefällt mir. Im Wald vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Keine Batterien. Mist. Trust no the, the. Nee, one in the dark. Ja, ist klar. Das habe ich verstanden. Hatte ich auch nicht vorgehabt. So, mit einer Taschenlampe bewaffnet, ohne Patronen oder sonst irgendetwas, werden wir uns jetzt auf den Weg machen, um alles zu besiegen. Oh, ja, ich höre was, aber ich sehe nichts. Omega-3-Fettsäuren sind nicht gut fürs Herz. Ja, das sehe ich genauso, Kumpel. Nein! Okay, das kann ich jetzt normal machen. Scheiße. Ah, das war so leicht eigentlich. Mist. Fuck. Im Wald vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Ja. Die sind schon ein bisschen dumm. Jetzt wird's aber was. Okay, ganz gut. Nein! Verschwinde. Alter, jetzt musst du gar nicht. Du musst doch mal rennen. R-E-N-N-E-N. Rennen, Mann. Im Wald vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Du hattest keine Wahl, ja. Du hast keine Wahl, Mann. Du kannst sterben. Das ist deine Wahl. Wie soll ich das denn schaffen? Sag mir das mal bitte, wie soll ich das schaffen? Ja, wir haben es gecheckt, da sind Leute. Nein, Mann, wie soll ich das denn schaffen? Jetzt mal ganz ehrlich, scheiße. Rennen ist angesagt, bis zum Licht. Und Licht ist so schön, aber Ellen ist zu dumm dafür. Jetzt sagt mir mal bitte, wie ich das bis dahin schaffen soll. Im Wald vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Hm.
Nein, Mann, das geht einfach nicht. Wie soll ich das denn bitte schon machen? Mann, das ist echt fies. Das ist kacke. Gott sei Dank. Oh. Scheiße. Scheiße. Ihr wisst ja nicht, wie man sich so doll freut, wenn man im Licht ist. Das ist so... Ah. Herrlich. Was ist das? Ein Auto entfernte sich von der Farm, und zwar in dieselbe Richtung wie ich. Wer ist das? Wahrscheinlich war es Barry, der wieder, ohne nachzudenken, einen Vorstoß wagte. Was? Warum fährt der Junge? Okay, hier geht's nicht weiter. Oh, ein bisschen ruhiger jetzt. Das war ja was. Eine Hochleistungstaschenlampe. Nice. Geil. Was auch immer die machen kann. Wahrscheinlich halten die Batterien länger. Boah, das wäre ja cool. Ein Zelt. Aber niemand ist hier. Lithium-Batterie. Die nehmen wir gerne mit. Und weiter geht's. Das Auto war unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. Ach du Scheiße. Auch so einer, der nie nachdenkt. So wie ich. So. Da vorne steht, glaube ich, jemand. Aber ich werde eine kurze Aufnahmepause machen und wir sehen uns dann bald wieder, beziehungsweise gleich. Bis dahin. Tschüss. Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Und ja, mit dem bis gleich hat sich ja dann doch verabschiedet. Ich habe eine etwas, sagen wir mal, längere Pause gemacht, weil ich einfach keine Zeit hatte. Aber ich werde jetzt versuchen, wieder regelmäßig Folgen rauszuhauen und ich habe da auch ein sehr gutes Gefühl, wirklich ein sehr gutes Gefühl. Das einzige Problem ist vielleicht, dass ich gar nicht mehr ganz genau weiß, wo wir sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns von Barry getrennt haben und dass wir zu einer komischen Farm müssen, weil uns irgendwelche komischen Opa-Fratzen uns das gesagt haben. Ja, und dass wahrscheinlich diese alte Tante, diese Oma da, irgendwie die Oberchefin ist und keine Ahnung. Aber ich freue mich total, wirklich wieder weiter zu spielen, wirklich. Ach, noch eine Sache, und zwar nehme ich das jetzt hier nicht mehr mit Faithcam auf. Das heißt, keine hässliche Fratze mehr, die ihr ertragen müsst. Wie schade. Das Problem war, dass das Programm immer abgestürzt ist und ich dauernd immer Probleme damit gehabt habe. Ja, und deshalb muss ich mir erstmal wieder was Neues beschaffen an Kamera-Dingens, Gedöns und deshalb erstmal dieses Let's Play ohne. Tut mir wirklich leid, aber ich glaube, das könnt ihr ertragen. So, jetzt geht's nochmal weiter. Ich hoffe, ich gewöhne mich wieder dran. Vor allem mit der Steuerung. Und ja, müssen wir hier lang? Nö. 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 Ich weiß es gar nicht mehr. Wirklich nicht. Oh Gott. Huch! Oh nein, Alter. Oh nein. Ich versuche, jede Seite zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Oh, das ist sehr gut. Endlich, dass es mir mal jemand zeigt. Ich hatte das Licht schon einmal kurz gesehen. Es war mir ein Traum erschienen. Es war ein seltsamer Astronaut oder Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Ah, ich habe keinen Plan mehr, wie ich das alles mache. Ob ich da eine bestimmte Taktik hatte und alles. Ja, an die Dinger kann ich mich aber noch sehr gut erinnern. Ich bin nicht bescheuert. Diesmal laufe ich nicht rein. Hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Es ist wirklich eine ganze Weile her und ich hoffe, ich... Eieieiei, ich sei aber da. Nein. Alter. Oh Gott. Oh. Wow. Oh, ei, ei, ei.
Hab ich Gänsehaut. Ich hab keine Waffe. Hallo. Scheiße. Okay, Alan, jetzt sind wieder deine Sportfähigkeiten. Jetzt müssen wir die wieder prüfen. Renn, Alter. Renn um dein verkacktes Leben. Wirklich. Renn. Huch, springen. Renn. Mega, irgendwas. Irgendetwas. Nein. Oh, es ist vorbei. Und eine Schrotflinte. Oh, es ist vorbei, Gott sei Dank. Jemand hatte eine Waffe dagelassen. Das war meine Chance, die Farm zu erreichen. Das passiert öfters mal. Oh, ich kann es wieder nicht lesen. Scheiß drauf. Gott sei Dank. Und wieder unser Kumpel, der die ganze Zeit atmet. Sehr schön. Hei. Das kann ja was werden. Moment mal. Wo muss ich denn lang? Oh, eine Thermosflasche nicht voran. Hier, mach mal einen auf Assassin's Creed. Das wäre so nice. Das wäre sowas von nice. Aber der Spasti schafft es ja nicht mal 2 Meter weit zu springen. Da muss man doch irgendwie rankommen. Nee. Alter, dein Ernst. Leg die scheiß Knarre weg. Jawoll, das machst du fein. Boah, ey. Nein. Lad mal nach. Und wir holen uns die Waffe. Die Thermosflasche. Waffe haben wir ja. Oh, schön. Die guten alten Thermosflaschen. Ich hoffe, da ist Alkohol drin. Den kann er gebrauchen. Ja gut. So. Sehr schön. Und wo müssen wir denn weiter? Wenn da das Ding war, dann muss ich hier weiter. Okay. No problem. Kontrollpunkt erreicht. I have a pumpgun. Kommt her, ihr kleinen Pieps. Nein. Oh, ich hab wieder totalen Schiss vor den Viechern. Wirklich. Alter, nein. Komm her. Haha. Nochmal. Komm her, du Mongo. Denkst du kannst was? Nee, du kannst nichts. Und weißt du wieso, weil ich nur alles kann. Eieiei, wo kommt er denn her? Achso, der ist ja. Holy shit. Der ist auch schon. Kacke, jetzt habe ich keine Batterien mehr. Ja, das ist doof. Und Munition habe ich auch keine mehr. Leute, wir sind gleich wieder tot. Oh, das ist so motivierend. Das ist so motivierend, das Spiel, ehrlich. Oh, das glaubt ihr nicht. Aber ich will wissen, wie es weitergeht. Alter, nee, das wird mir zu doof hier. Hauen ab. Lauf mal. Ja, jetzt. Nee, kacke. Scheiße. Ach man, sind wir gut. Bin ich gut. Ja, okay, das war's. Tschüss, Leute. Sehen uns gleich wieder. Wenn es heißt, verkackt bei Alan Wake. Da haut das Licht. Geh zum Licht. Geh. Spring. Oh.